aber wesentlich älter. Nie im Leben 5. Jahrhundert. Und seltsam, trotzdem viel aufwendiger. Protonordische Runen. Mal sehen. Reich des Nebels. Das ist Niflheim, das Reich der Toten. Nicht Avalon, sondern das nordische Äquivalent. Tja, sieht so aus, als würden wir uns mit nordischen Göttern umschlagen müssen später. Sonst wären wir hier ja nicht in Niflheim. So. Da drüben war noch was, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Kommen wir darüber? Super. Nehmen wir doch glatt mal mit. Machen alles kaputt, wie immer. Lassen eine der hässlicheren Vasen da. Für später. So. Und wir sehen auch, das Ganze ist undicht. Das ist schön, dass man merkt, ob man wirklich unter Wasser ist, während das Ganze hier runterrieselt. Au. Vorsicht, Wand. Okay. Jetzt muss ich kurz mal hier lang. So ein paar Kleinigkeiten mitnehmen kann man ja mal, ne? So. Wupp, sind wir da. Ja, von da drüben wären wir ja sonst nicht rübergekommen. Na dann. Haben wir sonst noch was? Nicht, dass ich jetzt augenblicklich sehen würde. Na dann. Auf in den nächsten Raum. Ja, der Raum. Der Raum gefällt mir. Leben. 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 Leben nehmen wir mit. Leben brauchen wir. Ganz unruhig, wir sind noch nicht so weit. Wir kommen dazu. Wir kommen gleich darauf zu. So. Sammeln noch alles ein, was man so einsammeln kann. Und werden gleich mal begrüßt. Sieht blind aus, also hoffen wir es mal, dass er es ist. Sonst haben wir minimales Problem. Genannt großer Kraken. Tut aua. Gut. Nun, Weg ist klar. Wir müssen ihn erstmal von unserer Tür wegkriegen, die hinter ihm ist. Das heißt, wir müssen das Stacheltell auf ihn drauf lassen. Hört sich leichter an, als es eigentlich ist. Ups. Was mache ich da für Müll? Ups. Oh, der erste Tod. Das lief ja sehr gut. Gut. Zumindest müssen wir uns das nicht mehr antun. Dann springen wir jetzt hier rüber. Und zwar mit mehr Gewissen als vorher. Ein bisschen vorsichtiger. Und ja nicht noch ein Tod im ersten Level. Was ist denn das? Okay, das war Dummheit. Ich sehe es ja ein. Es war an sich Dummheit. Kann ich auch runter? Ja, ja, kann ich. Egal, ich gehe erstmal hier lang. Haha. Denn wir können auch hier rüber. Wir müssen hier rüber. Stimmt. Das war ja was. Gut. Ja, dann hoffe ich mal, dass. Ach nee, ich muss ja erstmal das Teil da wegkriegen, oder? Oder? Ganz nett. Ich bin nur hier auf der Durchreise. Also Lara ist hier auf der Durchreise und wird ja später erst was antun, weil sie die Zeit dazu hat. Hältst du dich fest? Oh, ich bin begeistert. Begeistert, ich bin begeistert. So. Langsam. Wow, wow, wow. Wo war das gemeint? Cool. Der fast gleich 3 Meter weiter gelaufen. Gut, wie war das? Ja, ich erinnere mich dunkelfinster. Okay,
So, bevor wir ihn hier loswerden, müssen wir natürlich erstmal den netten Kraken hier loswerden. Wie schaffen wir das nochmal? Kann ich das jetzt schon hier betätigen? Nein, nicht erst. Nee, gar nicht. Wieso? Das tut doch bestimmt nicht so weh. Au. Ups. So, erstmal. Das tut ihm leicht Aua. Passiert. Wird damit leben müssen. Wir werden damit leben. Wir sind ja nicht. Wir haben ja auch nicht unsere Hand dahin gehalten. Einer von vielen Händen. Schön. Und betätigen einen Hebel. Und jetzt können wir eigentlich mal das Teil jetzt zurückschieben. Gut. So. Ich nehme an, von hier aus komme ich jetzt nicht gut rüber. Aber von hier aus komme ich gut darüber. Bleib da oben, verdammt. Gut, und dann müssen wir noch irgendwie da hoch. Wie war denn das nochmal? Gute Frage. Das gucken wir uns gleich an. Zuerst einmal gehen wir hier hin. Ja, das wird dann noch nicht los, weil unser netter Herr schon wieder eine seiner Pfoten da drin hat. Ups. Au. Mini-Pack. So, mein Lieber, wieso lässt du nicht los? Wieso tust du... Ups. Könntest du bitte keine Wandsprünge machen, Laura? Es wird noch... Ich sehe schon, die Wandsprünge werden eine meiner vielen, vielen Todesarten. Jo. Okay. Ups. 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 So, das Teil. Ah, jetzt. Laura, lässt du los? Danke. Dass er auch seine Pfoten da drin halten muss. Das ist wie, oh, guck mal, ein Feuer tut das weh, wenn ich das dran halte. Selbes Spiel, gleiche Auswirkung. Tut auch weh. Gut. Ja. Ich will nicht nach unten, danke. Okay. Jetzt muss ich mich aber umsehen. Wie wir das hier machen am dümmsten. Kannst du? Oh, sie kann. Super. Okay. Dann lassen wir das hier hoch. Das bringt mir. Dafür haben wir aber sowas Schönes, was man kaputt machen kann. So, ich das Stick. Eins. Und Nummer zwei werden wir auch mal los. Und somit kann ich es machen. So schön. Nun, ich hoffe, der stand jetzt nicht auf der gefährdeten Artenliste. Sonst haben wir ein kleines Problem mit Tierschützern. Zumindest Lara hat das Problem. Gut, und dann würde ich sagen, öffnen wir die Tür. Nicht, dass da noch viel von Tür übrig war, aber der Mechanismus funktioniert noch seit über mehreren tausend Jahren. Und wir haben den nächsten Speicherpunkt erreicht. Und wir haben neue Kletterwände, die wir jetzt benutzen können. Und wir haben auch neue tiefe Böden, die wir lieber nicht benutzen würden. Dafür können wir jetzt hier an den Wänden lang kraxeln. In der Hoffnung, bald auf der anderen Seite runterzukommen. Noch einen Meter? Gut.
So ist gut. Okay. Es dauert zwar einen Meter länger als die übliche Art und Weise, sich einfach mal den Wänden lang zu hangeln, aber gut. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Das ist schön. Ich mag irgendwie den ersten Level richtig. So, und wir haben auch wieder Balken. Ja, das heißt wieder. Balken gibt's oft genug. Na, wie, du fällst um. So. Und nächster Speicherpunkt. Irgendwas, was mich am Leben halten würde? Nein? Okay. Thor, der nordische Gott des Donners. Was in aller Welt treibst du denn hier unten in Niflheim? In der Edda steht, dass Thor spezielle Eisenhandschuhe brauchte, um seinen mächtigen Hammer Mjölnir zu schwingen. Kann das sein? Nun, irgendwo muss es ja herkommen. Okay, wir müssen jetzt das Teil öffnen. Das machen wir, indem wir erstmal Steinchen holen. Steinchen sind unsere Freunde. Gut. Unsere aller Freunde. So, der kommt uns dann auf. Unsere Vasen sind schon mal keine Freunde. Falls man es noch nicht bemerkt hat. So, und dafür müssen wir die Teile herunterkriegen, ne? Bleib drauf. So. Hier gibt es Steine. Und mit Steinen kann man werfen. Sollte man zwar nicht um sich werfen, aber... Das war schlecht. Das war einfach nur schlecht. Okay. Das machen wir nochmal. Diesmal aber treffsicherer. Geht doch. Ah, was war denn das gerade? Warte mal, da ist. Ja, lass es noch sein. Danke. Ich habe Leben gefunden. Das würde ich gerne mitnehmen. Ich weiß nämlich nicht, was mich hier alles noch so erwarten könnte. Neben sehr schmerzhaften Sachen und ich habe es fallen lassen. Mit nur mal ganz kurz. Was haben wir da? Maschinenpistole, Sturmgewehr. Ach, nee, macht Sturmgewehr mit. Hat sie sich gerade mal so aus dem Arsch gezogen. Oder was weiß ich. Keine Ahnung, wo Lara die Waffen hernimmt. So, rüber da. Gut. Das funktioniert. So. Man bräuchte eigentlich an sich 4 Steine. Wir haben aber nur 2. Heißt, wir müssen mit den beiden leben, die wir haben, und müssen uns auf das andere stellen, aber das kriegen wir, glaube ich, so hin, wenn ich das noch in Erinnerung habe. So ganz dunkelfinster, ob ich noch dran erinnern kann. Okay. Wir machen dich hier dran, stellen uns hier hoch und tun jetzt dran ziehen. Und tun jetzt dran ziehen. Genau. Tür ist offen. Holen wir uns den Handschuh. Den braucht er wahrscheinlich nicht mehr. Thors Hammer Mjölnir konnte sogar Berge zermalmen. Aber was hat das alles mit Avalon zu tun? Hände auf den Kopf. Und umdrehen. Langsam. Ich nehme an, Sie sind unbestechlich. Richtig.